eine Tonne schwer. Ein Bruchteil der Rechenkraft eines heutigen Smartphones. Und doch war dieses Gerät vor 75 Jahren revolutionär. Die Z3-Rechenmaschine gilt als einer der ältesten Computer der Welt. Das Original, 1943 vom Bauingenieur Konrad Zuse in Berlin konzipiert, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Sein Sohn Horst Zuse hat die Maschine seines Vaters nachgebaut. Sie war deswegen besonders, weil es vorher so etwas nicht gab. Es gab eine Menge Rechenprobleme zu lösen, bei ihm aus dem Bauingenieurwesen und Flugzeugtechnik. Und es gab keine andere Maschine, die hätte das leisten können. Als Zuse in den 30er und 40er Jahren über Computer nachdenkt, entspricht das dem Zeitgeist. In Großbritannien legt der Mathematiker Alan Turing zu jener Zeit die theoretische Basis der Informatik. Während des Krieges arbeitet Zuse bei einem Flugzeugbauer. Nach einer Probevorführung des Vormodells Z2 fördert die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt den Bau der Z3. Für das neue Modell entwirft Zuse einen Aufbau, der noch immer aktuell ist. Es ist gleich, dass heutige Computer ein Rechenwerk haben, dass sie ein Steuerwerk haben, dass sie Speicher haben, dass sie eine Innenausgabe haben. Das sind übrigens die Grundelemente auch eines modernen Computers. Der Vorfahr des heutigen Alltagsgeräts ist jetzt im Deutschen Technikmuseum in Berlin zu bewundern. Dort wird die Z3 zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem mechanischen Vorgängermodell Z1 ausgestellt.